Bauer Franz Kuchelbauer und Hotelier Hannes Lichtmannegger haben etwas vor. Sie züchten eine alte Schweinerasse, das schwarze Alpenschwein. Im Mai sind Ferkler auf die Welt gekommen und jetzt darf die ganze Schweinefamilie auf die Weide. Zum ersten Mal. Die Rasse ist vom Aussterben bedroht und soll wieder heimisch werden. Für Franz Kuchelbauer ist es ein Experiment. Wir haben schon eine Sau gehabt, aber so richtige Schweinefreilandhütung, wie man es nennt, haben wir noch nie gehabt. Wann kommen sie um? Das ist spannend. Das ist spannend, ja. Weil wir natürlich auch nicht genau wissen, wie sie aufführen, wie wir sie überhaupt umbringen, ob wir es geschmeidig einbringen in den Hänger. Das werden wir dann morgen in der Früh sehen, wie es geht. Aber ich freue mich schon, weil das muss ja für die Viecher das Hexte sein. Ich meine, freilich kriegen sie jeden Tag ein frisch groß und ein super Futter. Aber draußen sein ist halt nur mal was anderes. Nur noch 50 Tiere der Rasse gibt es im gesamten Alpenraum. In Italien wurde sie wiederentdeckt. Wir haben uns einfach dazu bereit erklärt, dass wir die Viecher wieder aufziehen, dass wir es nachzüchten. Denn wenn man weiß, dass 1907 die letzte schwarze Alpensau in Bayern ausgestorben ist, ist natürlich das schon eine Freude, wenn man sagt, im 1. Mai kommen die ersten auf bayerischem Grund wieder auf die Welt. Das ist natürlich für uns das Hexte gewesen. Im Bergsteigerdorf Ramsau soll in Hannes Lichtmanneckers Hotel Rehleck der Schweinenachwuchs bald auf der Speisekarte stehen. Regionalität und Nachhaltigkeit spielen im Hotelkonzept eine große Rolle. Nicht nur in der Küche, es wird sogar nachhaltig geputzt. Die Haxen, die gerade fürs abendliche Buffet gebraten werden, sind natürlich noch nicht vom Alpenschwein. Aber alles, was in die Hotelküche kommt, stammt immer mehr aus der Region am Rand des Nationalparks. Aber jetzt, auf geht's zur Weide. Gleich ist es soweit. Nach der Morgentoilette. Die warten schon. Ja, sie warten, weil sie noch nicht gefordert worden sind. Und das war der kleine Ansage, weil da ich mit einem da aufgehe und dass wir nachgehen. Ich hoffe, dass der Plan A hier hat. Also Plan A. Mit der Milch will er die Schweine locken und hofft, dass sie ihm so über die Rampe in den Anhänger gehen. Ob das die Ferkel wirklich tun werden? Und wie schaut der Plan B aus? Ob es den überhaupt gibt? Willst du nicht gerne aufgehen? Nein, da sind sie nicht rausgegangen. Ja, aber ein paar haben jetzt schon herum. Die Kleinen, die gehen sie leicht. Gell? Die trauen sich da leicht über die Rampe. Jetzt laufe ich dir. Der Plan A scheint nicht bei allen zu funktionieren. Das Brettel, das die Freundin vom Franz Kuchelbauer gerade bringt, gehört wohl schon zum Plan B. Bei ein paar Schmankerl bleiben die Ersten schon gerne im Hänger. Und jetzt folgt der widerspenstigen Zähmung. Geschafft. Das war das Plan A und Plan B. Das heißt, was war der Plan B? Der Plan B war das, fangen will. Der Widerstand wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Denn Franz Kuchelbauer, der Kederbacher, wie er nach dem Hof heißt, fährt die Tiere ja nicht zum Metzger, sondern auf einen wunderschönen Weideplatz am Fuße von Hochkalter und Watzmann. Das Areal ist zum Schutz gut gesichert. Doppelter Zaun, der muss sein, gell? Der muss sein. Und zwar der äußere Zaun, dass sie sich nicht durchgraben, und der innere ist elektrisch, dass sie an den Außen gar nicht hinkommen, sonst hätten sie sich rausgraben. Und das hat einen Schutzeffekt, dass keine Krankheitserreger übertragen werden können. Wenn wirklich mal ein Hund oder irgendwas dazukam, da habe ich Arbeit in Wildsau. Die älteren Tiere kennen das Leben auf der Weide bereits und wittern wohl schon die Sule hinten am Ende der Wiese.
Das ist jetzt was Neues. Aber die Ferkel, für die ist alles neu hier. Ja, genau so möchte man als kleines Ferkel herumlaufen. Schau, die Sonne ist schon ausgelaufen. Aber Vorsicht, Strom. Jetzt hast du dich erinnert. Dass man nicht am Zaun schnuppert, ist schnell gelernt. Alles andere geht von selber. Es ist wirklich verrückt, dass das muss denen nicht sagen, gell? Und sofort wissen sie es. Oder da die Muttersau gleich einen frischen Träger rein, in frische Ehren. Die rennen da umeinander, die fressen das groß. Graben ein bisschen umeinander, alles was finden, das fressen sie. Also extensive Haltung vom Feinsten. Besser geht's nicht. So stellt man sich das vor, so war das früher auch. Und da wollen wir wieder hin. Also was Besseres und Gesünderes kann man letztendlich dann für die Fleischgewinnung ja nicht haben. Zwei Sauen, ein Eber und 11 Ferkel. Denen geht's jetzt gut. Das Wasser gefällt ihnen, gell? Jetzt gehen die Kleinen auch schon rein. Ja, herrlich. Da haben wir Sprungbrille. Sprungbrille. Ja, das ist ein richtiges Familienbad. Und die Schweine können hier ihrem Instinkt nach suhlen, schnüffeln und graben. Der Kederbacher bewirtschaftet übrigens noch eine Nieder- und eine Hochalm. Ochsen und Kälber von dort werden auch, wie die Schweine unten im Tal, vom Hotelier Lichtmannecker zu einem fairen Preis abgenommen. Und das frische Grün erzeugt auch hier die Qualität. Wir haben da vor 2 Jahren sind wir da prämiert worden, mit unseren Almen da. Haben da über 170 verschiedene Kräuter, Gräser und Blumen. Und das spiegelt sich halt dann in der Milie und im Fleisch wieder. Und darum, sagen wir, ist das eigentlich so Almviech generell etwas Besonderes. Wenn man schaut, auch mal am Flachland draußen, bei den mehrmaligen Feldern, vielleicht noch 10 verschiedene Gräser hat und Blumen ist sowieso kein mehr, dann wird das schon irgendwann mal auch an der Qualität auch mal zum Spannen sein. Gell? Im Hotel ist das Buffet hergerichtet. Aufs Fleisch vom Alpenschwein muss man noch ein bisschen warten. Das ist jetzt vom Kederbacher, haben wir heute die Ochsenschulter, das Kalbfleisch, das Schweinein, das ist vom Lenzsee. Und da geht es halt dann jetzt in Zukunft darum, wenn die Alpenschweinl einmal fertig sind, dann ist das Alpenschweinl natürlich auch ein Buffet. Und das Alpenschweinl können die Gäste dann auch guten Gewissens genießen, weil sie ja so die alte Nutztierrasse retten. Erhalten durch Aufessen heißt das Motto. Diese verantwortungsvolle Aufgabe bleibt dem Gast.